mehr Realismus in Spielen. Mir geht's gut, danke. Und dir? Auch schön. Ja, mir geht's auch gut. Freut mich, Schelle. Ich hab noch Winterreifen drauf. Ja. Würde ich auch machen, Angenia. In Österreich sowieso wahrscheinlich. Da weiß man ja sowieso nie, gell? Survival Gamer WB. So. Gucken wir mal. 580. Ach, es regnet, ist das schön. Habt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack geschickt? Aha. Ah. Oh. Nee, doch. Hab schon gedacht, ich hab mich eingebaut. Ich bin gerade so in einem Flow. Wie sieht's denn jetzt aus? 430. Da haben wir schon wieder ein bisschen was verbaut. Und so muss es sein. Aber noch sehen wir nichts. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch, da ist er. Da ist er. Muss mal gucken, ob ich da das alles so ein bisschen treffe, so in die Richtung. Vielleicht heilt mich ja dein Stream. Oh, Survival Gamer. Stammtisch. Na klar, warum nicht? Na klar. Auf jeden Fall von innen. Von innen wirst du warm. Weißt du? Oh, lecker, Jürgen. Oh, das ist eines meiner Lieblingsessen. Geil. Dankeschön. Juhu. 61%. Guck. Das können wir nicht machen. Stefan Jan, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Wo ist es denn jetzt? Jetzt ist es da. Es ist aber auch immer ein Dunst, wenn du zu solchen Inseln kommst. Das haben sie auch extra so gemacht. Wunderschön. Wisst ihr, waren wir auch wieder bei der Geburt dabei. Wunderbar.
Live-Geburt. Ist mehr als null, ja. So sieht's aus. Wunderbar, Stefan. Hat geklappt. 81, ja. Bist du, Ravi? Das sieht schon mal anders aus. 81. Oh, die Zensi ist heute sehr gut drauf. Ui! Das geht heute nicht so einfach. Eins, zwei, super. So, jetzt ist der Dunst auch weg. Jetzt können wir es auch sehen. Endlich die Radioinsel, Leute. Hat Zensi Haare im Gesicht und auf den Zähnen? Na klar, siehst du? Der Bot hat immer recht, die Wahrsage. Der hat immer recht. Unsere erste Story-Insel. Seid ihr bereit für den Chicken Dance, Leute? Es ist so bekloppt, dass es schon wieder so gut ist. Ach, schön. Sollte Nadine mit mir Dämonologist spielen? Na klar. Na toll. Na toll. Ein lieber Chicken Dance ist Margarina. Ich glaube, ich komme da gar nicht hin, ne? Haben die das jetzt so gemacht, dass man da gar nicht richtig drankommt, oder was? Nur mit Paddel? Paddel! Sprach dich schon wieder. Muss aber ein neues Paddel machen. Wo ist denn das blöde Paddel hier da? Ich komme da nicht näher ran, nö. Deine Worte, Bot hat immer recht. Ach, scheiße. Ja, genau, Trevor. Wir haben uns komplett Zeit gelassen. Ich wollte erst mal bauen und wollte erst mal so... Wir haben ja keinen Stress, weißt du? Wir haben ja keinen Stress. Ich wollte erst mal ganz gemütlich bauen und rumwerkeln und... Hab mich da erst mal gar nicht drum gekümmert. Ich habe erst mal eine gewisse Höhe gebraucht, damit ich das jetzt baue. Ja. Wir wollen ja nicht durchraschen.
Keine Panik, Isile und ich führen dich und Gwen durch das Spiel. Alles halb so wild, das wird ein kleiner spaßiger Klassenausflug. Na klar. So. So, Leute, wir haben es geschafft. Erste Station. Erste Station. Und der erste Hinweis. January. It's been weeks. Just me and Owl here now. Stuck on this platform. Sparrow took the boat. I can't figure out why. Everything is just so secretive. I mean, I don't even know their real names. I only know the team at Celine got a prototype working and they needed more people. We were supposed to be those people. And together we would find a way out of this mess. Somehow. Owl's yelling up in the tower. Or maybe the radio picked up something. Is it you, Sparrow? Ich lese es dann am Ende noch alles vor, gell? So wie immer. Atze, Gude! Na, alles klar? Und Prost! Klung! Nee, nix durchrushen. Es gibt noch so viel Loot. Genau, gut, ey. Ich empfand die erste zumindest als wichtig, wenn man schon mal anfangen möchte zu handeln. Ja, das stimmt, Trebor. Aber das war auch jetzt nicht mein Ziel. No. Dein Raft ist weggeschwommen, ja, dann bist du Game Over jetzt. Call the Shark named him Bruce. Alles klar. Robby, das Boot ist weg. Der Bruce will mich, der ist hinter mir her. Ich muss hier also bleiben, bis ich einen Weg gefunden habe, endlich hier wegzukommen. Mike. So, war ich jetzt hier unten schon überall oder was ist hier los? Ja, ne? Also hier war ich drin, da war ich drin, da war ich drin und da hinten geht's ja nicht rein. Dann, da steht schon Köpfchen, das ist wunderbar. Wir gehen aber, gehen wir erstmal runter oder gehen wir erstmal hoch? Ich bin so nervös. Oh, es ist so wunderschön. Vor allem, weil wir halt in den 5 Jahren Raft-Entwicklung halt voll dabei waren, ne? Ich habe das Spiel schon gespielt, da gab's noch keine Story. Da gab es noch nicht das hier. Und das hier, als es dann kam, sah auch ganz anders aus. Ne? Das ist halt einfach. Ach, Lolle X, okay. Stirb dich zum Raft. Deswegen, das ist halt ein ganz besonderes Feeling, ne? Das ist halt einfach so. December 12th. We stopped for the night. Owl climbed the tower. Radio still works, apparently. Should be 2 weeks before we reach Celine, but the team's not responding. You might say things are a bit tense. The other facilities are underwater, so if Celine is lost, we've got nothing. And now, Sparrow's not talking to either of us. I really hope we're not the last hope for humanity. So ist es und so bleibt's. Bruce ist auch schon wieder am Start. Das habe ich mitgenommen, ne? Gute. Ja, da bin ich reingeschwommen. Hier oben. Das war das auch gewesen. Und hier ohne war ich gerade. Wunderschön. Also schön. Ist wunderschön.
Aua! So. Hoch die Hände, Wochenende! Hör mich! Und wie bin Keykeeper. Wenn Chef in 1 kann, dann Raft. So sieht's aus, also. So sieht's aus. Es macht halt auch so Bock, ne? Ich bin schon ein bisschen sentimental, wenn ich das Spiel spiele. Ah, neues Rezept, wunderbar. Bisschen sentimental ist mir schon. Es ist schon. Ist schon ein krasses Erlebnis gewesen, das alles so mitzunehmen. Und es ist halt auch immer noch schön, ne? Das ist nicht so, dass es dir dann irgendwann auf den Keks geht, sondern das kannst du immer wieder zocken, ne? Das ist einfach so. Raft kann sie, ansonsten rafft sie nix, ja, richtig. Ja. La. 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 Took a boat, won't be back. Guck, da ist wieder das Zeichen. Bauplan, Stirnlampe. Und wieder eine Notiz. Owl's Radio Notes. 22nd of December. Distress call received. Balboa Island. 9th of January. Koku won't accept facts. 2nd of February. Gunshots in the distance. Tangaroa City. 14th of February. Sparrows come. At Celine. 6th of March. Another distress call. Varuna Point. Missing child. 16th of April. Rafters dreaming of utopia. Foolish hope. Also, ich poste euch noch mal ein paar Links. Unter anderem Raft Staffel 1 mit über 542 Folgen. Könnt ihr euch noch mal angucken. Aber wir haben natürlich auch Raft in schwer gespielt. Oder wie es auch heißt, in hart. Im Multiplayer. Trevo, da kannst du gerne mal gucken. Guck mal, Multiplayer, Raft in schwer, gerade die letzten Folgen, wo wir auf unserem richtig schönen Schiff die letzten schönen Destinations gemacht haben. Es hat so Bock gemacht. Und wir haben am Anfang, und so ist es ja auch richtig, am Anfang von so einem schweren Spielstand musst du auch rödeln, ne? Das ist ganz klar. Und was haben wir gerödelt? Weil wir bis zu... Hatten wir 3 oder sogar 4 Haie. Hallo D-Max, Gude, da hast du recht, gell? Trafi auch, juhu! Na, ei Gude wie! Das Schlimmste auf schwer ist Bruce Familie, ja. February. Ja. Das Schlimmste in Raft sind die Haie. Maybe someone will come and help us. We're not starving. Yeah. The reactor at Celine might be the only chance we have against this... Ocean. Genuine Sparrow. Owl thinks you betrayed us, but you must have had a good reason for leaving us here. I hope you make it to Celine. I hope you finish the reactor. For all of us. Oh, D-Max. Danke für den Lurk. Viel Spaß. Du bist Kräuterquark, Nemo. Hessisch für Kräuterquark. Am besten den ersten nie töten. Ja, das bringt leider nichts.
Juhu! Gerade hatte ich das Lied mal nicht in den Ohren. Ja, so schnell geht's, Trabi, gell? Aha. Ja, bei Mods hast du ab und zu mal Probleme, Ex. Das ist einfach so, gell? So, jetzt gehen wir erstmal zu ihr. Sprich mit Thala. Thala! Schnucki! Hey, a friend of Faye! Gustav! Gustav! Jojo! Long story. Really, really long story. Eine lange Geschichte, wie ich hier gelandet bin. Wie auch immer, schönes Floß. Wenn du eine Reparatur benötigst, sag Bescheid. Ich bin sozusagen Meeresexperte geworden, hauptsächlich aufgrund des Weltuntergangs. Super! Los geht's! Quellkartoffel und Dup-Dup. So, die nehmen wir jetzt mit. Na? Oi, D-Max! GZ für den Meilenstein. Ach, und Trebus mit Frühling. Schön, oder? Und wie bei Alexander, was gab's? So, Bauplan, Recycler. Und ein weiterer Hinweis. So, mehr sehe ich nicht. Können wir wieder runter. Lachsfischstäbchen mit Reis. Oh, lecker. Selbstgemacht Fischstäbchen. Oh, lecker, lecker. So, ich hoffe, ich habe alles. Ich hoffe, ich habe sie alle. Hoho. Ho. So. Blättern wir mal zurück. Ja, sieht ganz gut aus, dass ich alles mitgenommen habe. Ich lese euch das mal alles vor, ja? 12. Dezember. Wir hielten für die Nacht an. Eule kletterte auf den Turm. Funkgerät funktioniert scheinbar noch. Es sollte 2 Wochen dauern, bis wir Celine erreichen. Doch das Team antwortet nicht. Man könnte sagen, die Dinge sind ein bisschen angespannt. Die anderen Anlagen stehen unter Wasser. Also, wenn Celine verloren ist, haben wir nichts mehr. Und nun spricht Spatz mit keinem von uns. Also, ich finde halt, die Übersetzungen könnten sie nochmal machen, ne? Ich hoffe wirklich, dass wir nicht die letzte Hoffnung für die Menschheit sind. Kuckuck. Kuckuck. Januar. Es ist Wochen her. Nur ich und Eule hier. Wir stecken auf dieser Plattform fest. Spatz nahm das Boot. Ich verstehe nicht, warum. Alles ist so geheimnisvoll. Ich meine, ich kenne nicht einmal ihren richtigen Namen. Ich weiß nur, dass das Team von Celine einen Prototyp zum Laufen gebracht hat und mehr Leute brauchte. Wir sollten diese Menschen sein und gemeinsam würden wir einen Weg aus diesem Schlamassel finden. Irgendwie. Eule schreibt oben im Turm. Vielleicht hat das Funkgerät etwas aufgeschnappt. Bist du es, Spatz? Kuckuck. Die Notizen habe ich noch nie so richtig verstanden. Ja, die sind auch Gott sei Dank nicht wichtig, Trafi. Februar? Wir haben wie viele Signale empfangen. Vielleicht kommt jemand und hilft uns. Wir verhungern nicht. Noch nicht. Der Reaktor ist in Celine, könnte unsere einzige Chance gegen dieses endlose Ozean sein. Und du wusstest es, Spatz. Eule denkt, du hast uns verraten, aber du musst einen guten Grund gehabt haben, uns hier zu lassen. Ich hoffe, du schaffst es nach Celine. Ich hoffe, du stellst den Reaktor fertig für uns alle. Der Reaktor, der stand auf der Schneeinsel, ne? Eules Funkgerät-Notizen. 22. Dezember, Notruf erhalten, Balboa Island. Na, jetzt kommen die ganzen Inseln. 9. Januar, Kuckuck weigert sich, Tatsache ins Auge zu sehen. 2. Februar, Schüsse in der Ferne, Tangaroa City. Wissen wir auch, was passiert ist. 14. Februar, Spatz kommt in Celine. Und Celine ist, Dings. Eisberge, ne? 6. März, ein weiterer Notruf, Varuna Point, ein vermisstes Kind. Und 16. April, Flößer träumen von Utopia, naive Hoffnung. Ja, ja. So. Und jetzt haben wir die 1867.
Wasagatan ist unser nächstes Ziel. So lange schon dabei und vom Zocken noch nicht frei. Wir werden nie aufhören zu zocken, Segu-chan, oder? Oh, danke schön für den Sub im 20. Monat. Mega! Dankeschön, wie geht's dir? Einen schönen Start ins Wochenende euch. Das wünsche ich dir auch, Segu-chan. Ich muss mir mal was Neues einschenken. Ich habe heute noch gar nichts getrunken, merke ich. Immer nur so Schlückchen. So, auch Alexander. Klum. Stammtisch. So. Bedeutet 1867. Ist hinter uns. Ich muss das mal anders drehen.